Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind immer noch unterwegs auf Kashyyyk und ja, helfen der, ja doch, ich nenne sie mal Rebellion dabei, das Imperium zu vertreiben und sind gleichzeitig auch auf der Suche nach dem Wookiee-Anführer, ich glaube Talful heißt er, wenn ich mich nicht ganz schwer, aber ne, ich und Namen, ihr kennt es ja. Auf jeden Fall, so, da sind sie. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir lang? Ich gehe irgendwo. Ah ja. Da drüben. Einer der Katzen. Ja, soll sich ein anderer abknallen lassen. Hör doch auf den Feind. Er ist verwundet. Er wird uns auslöschen. Alter! Es ist aber Schluss. Ich sage mal. Schweinerei hier. Ja, wer bist du denn? Achtung an alle Einheiten. Wir haben gerade eben den Kontakt zur Brandstation 119 Greg verloren. Haha! Wuhu! Und weg mit dir. Oh, er zittert. Hey, was? Wow, da kommt ja noch einer. Holt euch das Ziel. Jetzt kann ich. So. Ah, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Kann ich hier... Die Tür kann ich öffnen, okay. Pass auf! Oha! Ein Jedi. Dafür bin ich ausgebildet. Oh, verdammt. Ich werde dich in Streifen schneiden. Abschaum. Du kannst mich nicht besiegen. Aua! Ich werde nicht. Meine Hand wird nicht zögern. Du bist schwach. Alter! Auch ein Stim. Ah! Verdammt! Mein Schicksal ist besiegelt. Alter! Die müssen sterben. Ich beuge mich nicht vor dir. Leide, Jedi. Ich spüre deine Angst. Ich werde es genießen, dich zu töten. Kämpfe gegen mich, Verräter. Dein Schicksal ist besiegelt. Dafür bezahlst du. Los, geht weiter. Ich Alter. Was zu tun. Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. Okay. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die hoch... So, was haben wir hier? Kann nach Paraden zum Gegenangriff übergehen. Bleibe wachsam. Vernachlässigt nach einem Kombo-Angriff kurzzeitig die Verteidigung. Auslöschungstruppler sind Jäger der imperialen Inquisition, die Überlebende des verräterischen Ordens der Jedi aufspüren. Sie operieren in den Schatten und bereisen die gesamte Galaxis, um die Inquisitoren auf ihrer dunklen Mission zu unterstützen. Diese spezialisierte Klasse vertraut im Kampf primär auf Energiestäbe und ist für jeden Gegner mit Lichtschwert eine tödliche Herausforderung. Okay. Ihre Beweglichkeit und ihre Rachegelüste manifestieren sich in einer tödlichen Kombination aus intuitiven Gegenangriffen und trainierten Manövern. Okay, nicht schön. Los, Bewegung, Jedi. Lüftung offen. Los. Ja, Moment. Jetzt will ich aber erstmal kurz, weil hier ist ja noch was.
So. Uhu! Scheiße. Okay. Lassen wir es erstmal. Vielleicht brauche ich dafür wirklich erst einen Doppelsprung oder sowas. Oder ich hätte Anlauf nehmen müssen. Ich weiß es nicht. Dann kriechen wir erstmal hier durch die Lüftung. Warum auch nicht? Achso. Ah. Eng was, BD? Oh oh. Schlammkäfer, Sie kommen durch die Wände. Auf Ihren Helm. Okay. Echt jetzt? Verdammt. Ich kann ihn besiegen. Nur du und ich. Aha. Hä? Halt, Moment, hier war was mit Scan. So. Was ist das? Mhm. Flammentruppler. Finde Wege, den Truppler zu umgehen. Flammenwerfer muss nach jedem Einsatz abkühlen. Verkürze den Abstand und greife an. Flammentruppler sind spezialisierte Kommandos, die die Kriegsmaschinerie des galaktischen Imperiums unterstützen. Der Flammenwerfer dieser mit Brandwaffen hocheffizienten Einheiten hat eine Reichweite von etwa 10 Metern und damit einen breiten, aber kurzen Wirkungsbereich. Aufgrund ihrer begrenzten Beweglichkeit setzen sie ihre Waffe ein, um die Bewegungsfreiheit des Ziels einzuschränken und es in Position zu bringen. Ihr Flammenwerfer ist zwar tödlich, verwendet aber entzündliche Substanzen, die ein Abkühlen der Waffe erforderlich machen. Aha. Schönen Schrank auch. Muss ich da durch oder wie ist das? Anscheinend nicht. Okay. Oder zumindest kann ich es nicht mit der Macht stoppen, sagen wir es so. Moment, gucken wir mal hier. Nee. Ist hier vielleicht irgendwas? Nope, auch nicht. Okay. Muss ich echt hier durch oder wie ist das? Nee. Hä? Moment, wo muss ich denn lang? Ah. Ach nee, da kann ich ja nicht lang. Ah, da. Ah, okay. Da kann ich, hier kann ich wahrscheinlich auch klettern, ne? Ja. Ah. Okay. Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Okay. Hä? Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Okay, geht's hier noch irgendwo hin? Weil warum ist hier ein Gitter zum Klettern? Hm. Na gut. Den halt nicht, so. Oha. Ah, oh, hier kann ich erstmal meditieren. Sehr schön. Einen Fähigkeitspunkt haben wir auch. Gut, erstmal ausruhen. Hm. So, dann, was war das hier? Blasterbolzen automatisch ablenken. Hm. Moment, hier, so, wenn er einen Gegner besiegt. Oh, das. So, Machtregeneration beschleunigt. Kann nicht schaden, würde ich behaupten. So, raus aus der Meditation. Ist hier sonst noch irgendwas? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Oh, da kümmert ihr euch erstmal um die Spinnen. Das.
ist das? Du Mistvieh. Hallo, ich kann... Wieso kann ich nicht ein Dreieck schlagen? Hey! Mann! Mann! Achso, er scannt schon. Ah. Reshock. Greife von hinten an, wenn die Kreatur von einer anderen Beute abgelenkt wird. Pariere einen Ausfallangriff, um es schnell auszuschalten. Reshock sind hochintelligente, mehrbeinige Raubtiere. Sie begegnen den meisten fühlenden Lebensformen extrem aggressiv und sondern ein klebriges Enzym ab, um ihre Beute einzuspinnen, ehe sie mit ihren giftigen Fangzähnen attackieren. Sie umgehen jeden Gegner äußerst geschickt und lauern in Baumkronen oder brechen aus unterirdischen Verstecken durch den Boden. Na, ganz toll. Gegner, die von einem Netzangriff getroffen werden, sollten sich aus dem Netz befreien, bevor der Reshock im Bissreichweite ist. Die Feindseligkeit dieser Wesen könnte allerdings strategische Möglichkeiten für Überraschungsangriffe von hinten eröffnen. Trotz ihrer bemerkenswerten Wendigkeit können Angriffe auf Kopf oder Gliedmaßen das richtige Mittel sein, um sie auszuschalten. Ach, schönen Dank auch für die Viecher. Hey, BD1. Oh, na gut. So, was hast du gefunden? Was ist es? Lichtschwertmaterial, Donium. Oh Gott. Doch reicht. Hui. Hä? Okay, was gibt's hier zu scannen? Was hast du? Harzfässer. Ein Fass mit raffiniertem Bruschia-Harz. Durch die Raffination wird jede Unreinheit entfernt und eine instabile Chemikalie destilliert. Wofür genau das Imperium diese Substanz benutzt, ist derzeit unklar. Für jedes Fass raffiniertes Harz werden über 200 Tonnen Industrieabfälle in die nahen Gewässer verklappt, was den Planeten langsam vergiftet. Hui, das ist mal eine Menge. Der Captain hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Da. Noch ein gekaperter Cutter. Melde aktiven Cutter am Zellenblock. Benötigen Soforthilfe. Und zerstört alles! Da ist ein Raub da! Wir können die nicht stoppen! Sie können... Und tschüss. So. Eieieiei. Ah ja. Gut. Seid ihr noch am Leben? Jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen. Ja, das hoffe ich auch mal. So, meditieren kann nie schaden. Komm, einmal ausruhen. Ich habe zwar nicht so viel verloren, aber Fähigkeitspunkt habe ich nicht weiter. Oh, hier komme ich sogar mal durch. Mensch. Sie geht einfach nicht auf. Natürlich komme ich nicht durch. So, was jetzt? Moment, hier. Oh. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Du, was? Im Rückzug. Gut. Oh. Sir, je weniger Ablenkungen, desto besser. Seht ihr das? Da ist ein Eindringling. Alles klar. Willst du der Nächste sein? Weg. So, ist der runtergefallen? Jawohl. Hat sogar geklappt. Geil. Was hast du hier? Das Ding hier braucht Strom. Ja, und jetzt? Tschüss. Schönen Dank für die Info. Abkürzung. Keine Wachen,
Oh. Okay. Kann ich damit die Zellen öffnen? Hey. Wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Falsche Taste. Jawohl, schön zerteilt. So eine Schweinerei. Yippie-yay. Also hier mal kurz gucken, weil ich sehe es ja hier Abkürzung freigeschaltet. Also wo geht's denn dann hier lang? Aha. Okay. Oh shit, komm ich. Naja, von der anderen Seite müsste ich das. Weil so wird wahrscheinlich nichts passieren, ja. Das ist belastend. Da kann ich rüberrennen. Und finde hier. Ach, ein Echo. Ah, das ist so ein Gefangenenhalsband. Wookies Sklavenhalsband. Oder Sklavenhalsband. Ein kaputtes Sklavenhalsband. Der Wookie, der es trug, hat es mit einer Mischung aus Freude und Zorn auseinandergerissen, um seine Freiheit zu verkünden. Oh, irgendwo verständlich, ne? Okay, und du brauchst irgendwoher Strom, sagst du. Tja, das, okay, gucken wir mal, was hier jetzt noch kommt. Da kann ich lang, okay. Kann ich hier irgendwie... Oh, nee, da geht es auf jeden Fall sehr tief runter. Irgendwie lang schwingen eventuell, habe ich eben dran gedacht, aber... So. Und hoch. Oh, Hallöchen. Du hast davon. Das ist nicht weit. Wehe, das Ding geht gleich an. Wir drängen sie zurück. Weiter. Das fasst du an. Hui. Okay. Aha. Jetzt dreht sich das Ding. Okay, warum auch immer. Ach so, Moment. Problem gelöst. Damit würde ich an die bestimmt drankommen, aber hä? Na, Moment, jetzt. Von da oben klettern, dann kann man da rüber. Okay, ja. Okay, irgendwie kommt man da hin. Na, schauen wir mal. Gehen wir, BD1. Oha. Fahrstuhl. Was soll schon passieren? Gehen wir schon mal lieber in Verteidigungshaltung.
Naja, das ist auch so ein verkappter Ladebildschirm jetzt, wa? Okay, dann halt nicht. Oh, reiner mit dir. Und, was bringst du raus? Was ist es? Neue Lichtschwerthülse. Oh, ja. Da bewegt sich nichts. Echt jetzt? Und nu? Hä? Ja, supi. Und was nu? Echt jetzt? Das heißt, ich muss wieder hoch. Na super. Ding. Erster Stock. Imperiale Sturmtruppen. Okay, dann muss ich... Ich muss diesem Ding einen Stromstoß verpassen. Okay, jetzt bleibt er nicht... Ach so, ich kann anhalten. Ja, Moment. Natürlich. Oh. What? Als ob. Aber dann, das ist doch Bullshit dann. Moment, dann muss ich jetzt hier. Oh Gott. So. Ach komm, Kerl. Mann. Das Rückzug zu den Zellen. Kann doch nicht sein. Spring da drauf. So. Mann. Oh, lauf, lauf, lauf. So. Mann. Scannst du wieder? Ich schau ja hin. Raffineriezellen. Bei dieser Raffinerie geht es allein um Erträge, nicht um die Behaglichkeit oder Sicherheit der Gefangenen. Die aneinander geketteten Buki-Arbeiter haben keinerlei Privatsphäre und sind häufig mit Schmutz oder gefährlichen industriellen Nebenprodukten bedeckt. Na, schön ist anders, ne? Also hier wirklich ein Arbeiterlager auf gut Deutsch. Und zwar keins von der netten Sorte. Für die Zelt! Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden! Beeilung! Sie kriegen was los, los, los! Los. Rührt dich nicht! Wir sitzen fest! Na, toll. Bring sie zurück! Ah, Hallöchen. LKW, ich werde ihn ausschalten. Wir sind verloren. Mach gut, Prozess mit ihm. So. Scanner ist ausgefallen. Unproduktiv, Humanoid. Aue! Ich habe sie. Was ist das? Du. Okay, wieso jetzt in die Richtung gerollt ist? Keine Ahnung. Sie können nicht entkommen. Oh! Ah, komm schon! So, so, meinst du? So, Feierabend. Mann. Mistviecher hier. Hier. Haben wir das auch. Ich denke, wir sollen rauf aufs Dach, nicht runter. Aha. Menno. Das riecht doch schon wieder nach Falle oder sowas. Oh, was ist hier? Okay, was kannst du hier überladen? Aha. Hm.
Abkürzung. Na komm, nochmal meditieren. Kann nicht schaden. Im Normalfall hätte ich jetzt gesagt, ne? Einmal ausruhen. So, Fähigkeitenbaum. Auf der Machtseite haben wir... Oh ne, hier ist was Neues. Hältst du verlangsamen, kann Kerl... Achso. Ja, was ist das hier? Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst? Schnelle Trittattacke. Achso, den kann ich nicht, na gut. Weiteren... Ah, hier. Wieso kann ich das nicht? Ach, zwei Fähigkeitspunkte. Okay, ja. Mein Fehler. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gut. Dann verlassen. Und was jetzt? Und muss ich da lang? Ah. Ach so, Moment, das Ding braucht Strom, hieß es doch, ne? Ja. Haha. Und jetzt haben wir Strom. Ach du Scheiße. Alter. Hallo, ey, du Wichser! Komm her hier. So. Kommt ihr denn plötzlich her? Uhuhu. Bereit machen. Gedi, wir haben so wenig Feuerkraft für den Rumpf. Sind dabei. Ach du Scheiße. Moment mal. Aua! Okay, Moment, noch einer ohne Fahrschein? Anscheinend nicht. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie, an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choicek.
Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choisig sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Mhm. Okay. Komm. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choisig hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Okay. Moment. Was haben wir denn jetzt hier? Hier noch eine Gruppe von Wookies. So, was passiert denn, wenn wir hier sagen... Irgendeine Abkürzung freigeschaltet. Chapeau. Jeder, aha. Wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich hier lang? Ich habe keinen Dunst. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sephogramm finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Aha. Neue Verbündete. Denkst du, Thor und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, für alles. Mhm. So, flupp. Moment, das kenne ich doch hier. Haha, okay. Ist hier noch irgendwo so eine hässliche Spinne? Da! Oh, wieso kann man da denn... Ja, come on, ey. Du bist doch ein Mistvieh. So, Feierabend. Mann. Achso, nee, Lichtschwert anpassen. Nee, wollte ich gar nicht. Shit. Aus. So. Moment, soll ich nochmal kurz gucken? Mhm. Ja, nee, komme ich nur so lang. Das ist ja auch... Hä? Moment, ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. So, hier nochmal durch. Obwohl, nee, Moment, warte, was ist hier? Nee, jetzt bin ich... Hä? Moment. Was ist gerade mein Auftrag? Untersuche die neue imperiale Ausgrabung auf Sepho. Okay, dann bin ich ja doch richtig. Mensch. Ich muss zur Mantis zurück. Sagt das doch einer. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tarful nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Mario und Choisig schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst okay. Gut, Kerl. Noch haben wir Tarful nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal an Bord der Mantis. Allerdings geht's zurück nach Sepho erst im nächsten Part. Hier ist erstmal wieder Feierabend.
Ich bedanke mich wie immer schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach einmal die Glocke. Videos gibt es von Montag bis Freitag jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.